CDU-Fraktion Dr. Matthias Mittelberg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren! Wir haben uns in den letzten Jahren, ich gehöre diesem Bundestag jetzt 8 Jahre an, ich glaube Sie auch, Frau Paus, ich kann mich an kein Jahr erinnern, eigentlich fast an keinen Monat, in dem das Thema Steuergerechtigkeit, wie sorgen wir für Steuergerechtigkeit, wie kämpfen wir gegen Steuervermeidung, wie kämpfen wir gegen illegalen Steuerbetrug, das hat uns eigentlich permanent in diesen Jahren beschäftigt. Und ich sage auch, ja, ich nehme jetzt mal hier die Kollegen erst von der FDP in den 4 Jahren zuvor und dann die auch von den Sozialdemokraten in Anspruch. Und ich werde Ihnen gleich mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Es ist nämlich sehr viel Konkretes in den letzten Jahren geleistet worden, um beides zu bekämpfen. Den illegalen Steuerbetrug und die legale Steuervermeidung, die uns insbesondere bei den Paradise Papers beschäftigt. Der erste und grundlegende Punkt 2011, die Initiative des BEPS-Projektes, also gegen Base Erosion und Profit Shifting, also das Abschmelzen der steuerlichen Bemessungsgrundlage, Profit Shifting, das Verschieben der Gewinne, das Wolfgang Schäuble initiiert hat, dieses Projekt mit dem britischen und dem französischen Finanzminister. Mittlerweile ein anerkanntes internationales Projekt, das zig Staaten unterzeichnet haben. Wir haben diese Maßnahmen in nationales Recht bereits umgesetzt. Wir warten darauf und wir hoffen auch, dass das andere Staaten so tun. Ich richte diesen Aufruf auch insbesondere an die USA. Auch dort wäre es sinnvoll, dass die Amerikaner diese Prinzipien umsetzen. Dann haben wir 2014 die zweite zentrale Maßnahme, die ich nenne, der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten. Über 100 Staaten auf diesem Erdball haben diesen automatischen Finanzaustausch über Kontodaten unterzeichnet und führen den jetzt auch aus. Das ist eine grundlegende Maßnahme, die dazu führt, dass wir wissen, wenn ein deutscher Staatsbürger im Ausland ein Konto unterhält, erhalten wir, unsere Finanzbehörden, automatisch die Informationen darüber. Das heißt, Fälle, die wir hatten mit Uli Hoeneß oder mit Alice Schwarzer, die besonders prominent waren, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist die grundlegendste Maßnahme gegen Steuervermeidung, die wir überhaupt nennen können. Und auch das initiiert durch den Finanzminister Wolfgang Schäuble. Dann hatten Sie erwähnt das Thema LuxLeaks. Die Reaktion war darauf, dass wir auch einen automatischen Informationsaustausch über die damit verbundenen Tax-Rulings, also die Tax-Regelungen, eingeführt haben. Auch dieser automatische Informationsaustausch gilt. Das heißt, diese Luxemburg-Nummer wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wir haben das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz gegen die Briefkastenfirmen gemacht und wir haben, Sie haben diese Kaffeehauskette angesprochen. Ich will den Namen jetzt nicht ausdrücklich nennen, aber ich glaube, alle hier wissen, welche Kaffeehauskette, die auch in Deutschland viele Filialen betreibt, damit gemeint ist. Die machen diese Steuerverschiebungsmodelle über Lizenzgebühren, über die Niederlande oder Irland oder whatever. Das muss uns im Einzelnen nicht interessieren. Jedenfalls sind diese Modelle schon lange durch dieses Gesetz nicht mehr möglich, weil wir die Übertragung der entsprechenden Lizenzgebühren oder die Anerkennung eben beschränkt haben. Nur wenn wirklich Geschäft stattfindet, findet auch Besteuerung statt. Und das ist richtig. Und das zeichnet den gesamten Kurs aus, der uns bei dieser Gestaltung steuerlicher Regelungen treibt, dass wir sagen, es muss da versteuert werden, wo wirklich Wertschöpfung stattfindet. Das ist das grundlegende und richtige Prinzip. Und das andere Prinzip ist, wir arbeiten daran, dass wir Transparenz haben darüber, wo Leute Geld anlegen, wo Leute Geschäfte machen und wo wirklich Wertschöpfung stattfindet. Das ist die grundlegende Basis für eine faire Besteuerung. Und an dem Projekt müssen wir kontinuierlich weiterarbeiten. Nur das können wir leider nicht vollständig alleine klären. Es gibt auch andere kluge Kollegen, etwa den Kollegen Kubicki, der Interviews gibt und darin auch kluge Dinge feststellt. Er sagt nämlich, wir müssen dazu beitragen, dass wir das Steuerrecht international vereinheitlichen. Dazu trägt gerade das BEPS-Projekt eben genannt bei. Und auf dem Weg kommen wir aber nicht in einer Woche voran, sondern das ist ein mühseliges Arbeiten über Monate und Jahre. Auch für den automatischen Informationsaustausch haben wir Jahre gebraucht, um ihn wirklich ins Werk zu setzen.
Auf diesem kontinuierlichen Weg würde ich gerne weiter marschieren. Das haben wir in den letzten Jahren erfolgreich geleistet. Es gibt immer noch Baustellen, bei weitem nicht mehr so viele wie früher, aber es gibt immer noch Baustellen. Und je nachdem, wer dann demnächst regiert, der ist jedenfalls mit uns immer herzlich eingeladen, an diesen Baustellen und an diesem Problem entschlossen weiterzuarbeiten. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Dr. Mittelberg. Nächster Redner ist der Meister.